Bei dem Pferd wurde ich vom Kollegen gerufen. Das Pferd wurde einige Male physiotherapeutisch behandelt, auch osteopathisch schon. Es ging diffus unklar, es war aber nicht wirklich erkennbar, woran es lag. Und da haben wir dann diese wirklich thermografischen Auffälligkeiten im Bereich der Hüftgelenke festgestellt. Also das ist ein sehr seltenes Bild, das hatte ich so noch nicht gesehen gehabt. Also hier sieht man links ein bisschen stärker als rechts. Und entsprechend die linke Schulter. Hier auf den Bildern ist jetzt die rechte im Vergleich leider nicht mit drauf. Die war völlig unauffällig. Die linke Schulter ist halt doch deutlich sichtbar heiß. Und entsprechend jetzt als Zufallsbefund war dann noch diese Hitze hier im Bereich der Dornfortsätze erkennbar, wobei das Pferd da überhaupt keinerlei Schmerzäußerung zeigt. Wie weit im Voraus kann ich mit Hilfe der Thermografie schon beginnende Lahmheiten diagnostizieren? Es gibt unterschiedliche Untersuchungen, die einen sagen 2 bis 3 Wochen. Vor Auftreten einer Lahmheit kann man thermografisch schon Veränderungen erkennen. Andere sagen bis zu 60 Tage. Also wenn es kein akuter Fesselträgerabriss oder Sehnenschaden irgendwas ist, sondern der beginnt nicht akut, sondern es beginnt schleichend aufgrund einer Fehlstellung im Huf zum Beispiel oder kann man das schon frühzeitig erkennen. Und dann, bevor es wirklich die Lahmheit auftritt und das Pferd 3 Monate Schritt gehen muss, kann man das unter Umständen schon sehen. In der Zusammenarbeit mit den Tierärzten liefern Sie dem Tierarzt ja ganz handfeste Informationen, was in dem Pferd vorgeht. Oder vielleicht eher gesagt, was auf dem Pferd vorgeht. Bis in welche Tiefe können Sie da gucken? Also ich messe mit der Thermokamera lediglich die Oberflächenabstrahlung. Wenn ganz im Tiefen eine Entzündung ist, sehe ich die nicht. Die Hitze strahlt ganz normal, die wird durch das Blut nach außen transportiert, über die Haut dann abgestrahlt, das kann ich messen. Also Gelenke, Muskeln, Sehnen, Bänder, das sehe ich durchaus alles. Ich kann keine Diagnose liefern, ich kann immer nur Rechts-Links-Vergleich sehen, wo sind thermografische Auffälligkeiten, wo ist was nicht in der Norm, so wie es das Muster sein sollte. Und anhand dieser Aufnahmen oder Bilder, Hinweise, kann der Tierarzt dann genauer schauen. Der weiß dann eher, okay, wo müssen wir ansetzen. Also ich kann nicht sagen, das Pferd hat einen Knorpelschaden vorne rechts im Fesselgelenk, sondern ich kann nur sagen, das Pferd hat vorne rechts eine thermografische Auffälligkeit. Schauen Sie da genauer nach. Gut, das vereinfacht aber die Sache für den Tierarzt. Absolut, auch für den Tierbesitzer. Er muss nicht das ganze Pferd durchröntgen lassen unter Umständen, sondern man kann schneller und einfacher da ansetzen, wo vielleicht das Problem ist. Man kann aber die Thermografie auch prophylaktisch einsetzen. Richtig. Und wie ich hier schon gelernt habe, zur Trainingsüberwachung. Genau, das ist das, was wir auch gemacht haben bei dem Pferd eben. Er ist als gekörter Reitponyhengst in Vorbereitung zum Bundeschampionat. Das ist jetzt in 5 Monaten etwa. Und das Pferd ist im Besitz seit 3 Monaten bei der Besitzerin. Und sie hat ihn sehr schief übernommen. Die ganze Arbeit ist jetzt in der gerade Richtung, in Verbindung mit Physiotherapeut, Hufschmied, entsprechendem Reitunterricht. Und die Thermografie ist jetzt als Trainingsüberwachung gedacht. Warum war das Pferd so schief? Wie bekommt ihm das, dass wir ihn jetzt gerade richten? Und dann entsprechend zu überprüfen, steht er gerade auf seinen Hufen, ist die Hufbalance in Ordnung, belastet er gleichmäßig. Dadurch können ganz andere Probleme ganz schneller auftreten. Und das versuchen wir zu sehen, bevor das Problem da ist. Ja. Frau Lipp, Sie haben die Vorsorge schon angesprochen. Welche Intervalle sind da Ihrer Meinung nach sinnvoll? Ich denke, jedes halbe Jahr sollte reichen. Wenn ich die Thermografie zu meinem Vorsorgeprogramm entwurmen, etc. Impfen nehmen will, mit welchen Kosten muss ich da rechnen? Die Thermografie vom kompletten Pferd kostet 120 Euro. Das ist dann mit den ganzen Bildern entsprechend Bericht dann dabei. Sattelthermografie 60 Euro.